Guten Morgen. Heute ist Sonntag, letzter Tag frei. Morgen geht's wieder zur Schule. Und ich suche jetzt mein Auto. Ich kam aus der Werkstatt und wurde irgendwo im anderen Kiez abgepackt. Schau ich mal, ob ich's finde und was sie dran gemacht haben. Ja Mensch, gefunden habe ich ihn wenigstens. Das ist doch schon mal was. Gefunden habe ich ihn. Und jetzt hole ich meine Familie ab und jetzt gehen wir erstmal frühstücken. So, die Rasselbande ist eingeladen, jetzt fahren wir los. Jetzt. Ja. Mensch, hier waren wir ja schon ewig nicht mehr. Das ganze hier. Familie. Yeah. Mama. Moin. Ja. Auf zur Schule. Montagmorgen, ich fahre zurück von der Schule. Kinder sind weg, erster Schultag nach den Ferien. Trennung fiel schwer. Das ist die Kurzform. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Brennt's? Ach du Scheiße, ist ja alles verquarzt. Nebel. Fakt ist, ich habe ein bisschen vorbereitet für den Winter. Geniale Werbeplakate habe ich zusammen mit einem Kumpel abfotografiert. Ja, er ist Fotograf, der hat mir dabei geholfen. Kriegt noch ein bisschen was bezahlt. Job, dann habe ich gesagt, ach komm, dann mach du das, dann richte das professionell ein und wir knipsen das zusammen durch. Und war viel Arbeit, ist ein Tag Arbeit, also wenn man jetzt wirklich durch von morgens bis abends, war es ein Tag Arbeit, das sind 1200 Blatt gewesen zu fotografieren. Man muss es allerdings nur einmal einrichten, also die Formate waren in etwa alle gleich. Gut, ich habe jetzt, dennoch muss ich jedes Blatt einzeln nochmal bearbeiten, aber das ist schon in Ordnung. Geniale Werbung von den angefangen 1910 ist bestimmt das früheste bis in die 40er Jahre. Einmalige Grafikentwürfe, also wirklich einmalig. Tippitoppi. Steckig im Stau im Tempelhof, verdammt. Ja, oder? Wieder ein paar Tage älter? Was sagst du dazu? Am Freitag musst du die Kinder nicht in die Schule bringen. Ist zu. Ach so, warum? Also nicht zu, die haben diese Erste-Hilfe-Fortbildung. Ah, okay. Und da besteht die Möglichkeit, die Kinder zu Hause zu lassen. Okay. Verlängertes Wochenende wieder. Das ist schön, das ist ganz angenehm. Und ich habe dann angekreuzt, dass sie zu Hause bleiben. Ansonsten könnte man die schon um 12 abholen. Und, ja. Naja. So ist es. Ist aber was für Geburtstag? Ja. Ich weiß, ich habe nächste Woche Geburtstag, auch. Wow. Hm. Ich stelle es immer müde, ehrlich, ja. Und ich habe schon so viel zu tun. Ja, aber nicht von mir. Auch. Naja, wir sehen uns im Laden. Brandneu Draht. Bike Repo oder nicht Bike Repo?
Ich denke mal schon. Ich denke auch. Was kostet der Bock normal im Katalog? 400? 7-Gang. Der kostet mehr. 7-Gang mit einem Dynamo. 600. Was ist denn das für ein Modell? Das Modell finden wir auch noch raus. Schauen wir mal im Katalog. Ja, Werbung ohne Ende. Ne, lieber jetzt nicht. Ich glaube, wie gesagt. Ah, ja, komm. Tricking, ne? Nö, doch. Ja. Ne, haben sie auch schon die Form. Kettenschaltung, Kettenschaltung. Das Modell kriegen wir nicht raus. Schwer. Ja, das Rad auch. Also in die Richtung Marseille geht es. 530 Euro Rad. Wie auch immer, checken lassen. Wie noch? Ja. Also. Was gibt es noch in der Welt? Wie ist vor? Ach, am Zug ist von mir. Jetzt rennt sie so, jetzt schauen sie wieder, ob du die Krawalle, ob du die Fußballfans waren. Und wenn ich dann ruhig war, ich meine, ich schüttelt, wenn was ist, dann schüttelt immer auf die Fußballfans. Weil er sagt, naja, Feuer, Kabelbrand oder was, ist der Kuckuck, ja, naja, gut. Ich bin so lieb, Mama, und so. Was gibt's für hier noch jetzt? Na, nüscht. Nicht. Napoleon, Nachfahre feiert Traumhochzeit. Oh, dann wird er. Waren das Krawallfans? Zentralbahn Sonderzug. Wie soll ich eine Sucht einsetzen, der schon 30 Jahre alt und kaputt ist? Was wollen wir so in den Sachen hinterher? Bestimmt in der hier hoch drinne. Also, da ist das Ding in. Ja. Hat das Ding im Brand gestanden. Im Bahnhof drinne. Ja, ja. Kommst du nachher rum? Ja, ja, ja. Ist ja jetzt im Moment halt die Hölle los. Eben, genau. Ja, mach mal. Ich mach mal, wir sehen uns später, ja? Ja, ja. Bis dann, ciao. Hier wird gerade einen Check gemacht. Aber auch nicht. Das andere Schlauchwechsel und Bremszüge und. Nee, Schlauchwechsel nicht. Naja, also so was wie ein Schlauchwechsel. Also Schlauch raus, neue Decke rauf. Deckenwechsel, warum denn die Decke wechseln? Naja, die brüsselt ein bisschen, sagen wir mal so. Brüsselt Decke? Ja. Ja, das sieht man. Ja, ja. Andere Seite ist sogar schlimmer. Deswegen. Ja, hier ist es cool, hier kann man sehr noch. Kann man es ja bröseln sehen. Ja, fantastisch. Ein Antlitz, den man selten sieht. Ja. Nicht hier in Neukölln, aber woanders halt. So, ja, bitte. Hallo. Ich bräuchte so eine kleine Mutter. Zehner, glaube ich, oder Elfer. Eine kleine Mutter. Habt ihr sowas? Oder? Zehner oder Elfer. Also Zehner wahrscheinlich, ne? Ja, ich will's. Was ist denn das? M6 oder was? Ja. Schon so eine mit Stopper. Mit Stopper? Eine Stoppermutter. Also an seine Mütter sollte man nicht so viele Ansprüche stellen. Ja, weißt du, dieses Gummiding da, wie heißt das? Ja, Sicherungsmutter. Sichungsmutter, okay. Oder selbstsichernde Mutter. Die Fachwörter habt ihr, das ist doch gut. Keine Ahnung, ich kenne mich auch nicht aus. Der war nicht schlecht. Gemüsesaft, fantastisch. Mmh. Mmh. Oh. Mmh. Ja, okay.
So, erledigt. Weg. Alles erledigt? Ja. War ja vorhin schon da, habe ich gehört. Ja. Ich habe zu dir gesagt, heute Abend kannst du abholen. Also Montagabend. So eine Scheiße. Ah, der Thorsten. Der Thorsten zeigt mir mal Videos, der geht mir immer ein. Ich krieg einen Krampf bei sowas, echt. Ja. Und so eine Scheiße, so Kindesmissbrauch und so ein Quatsch, das muss ich mir noch nie angucken noch. Ich krieg die Fiese bei sowas. Dass ihr sowas noch anguckt. Dass sie sowas noch teilen und weiterleiten, das geht mir so auf den Sack, ja, wirklich. Guck mir doch nicht an, wenn er ihn. Nee. Wie der dich. Wie der liegst. Was los, Wolfgang? Stehst du da so rum? Komm her, ich bin. Na, ich komme euch mal. Komm her. Ja. Ihr kappt die Leitung. Ja. Ja, yes. Ja, ich will auch mal was sagen, obwohl er nicht sagen kann. Na, mein Freund. Was hab ich noch? Wolfgang hat abgenommen, mir rutscht die Hose. Achtung! Auftritt Wolfgang im neuen Gewand. Wolfgang, komm doch rein. Was für neue Gewand? Was meinst du jetzt neue Gewand? Deine Hose! Setzen! Ja doch! Ja doch! Sitz! Ja doch! Volle Hütte hier! Ah, wird wahrscheinlich noch der popelige Rest mit drin sein, ne? Ja, die Problematik. Ich muss erstmal die Altlasten entsorgen. Also, das ahnt jetzt nicht eigentlich. Das ist auch hier alles eine Kitsche. Mann, das ist ein Hochdruck bei euch hier. Nur so Hochdruck. Hä? Nur so Hochdruck. Alles abbauen. Sag mal, ist eine Kreuzschraube hier? Da ist gar nichts drin. Tommy, ja, keine Reste drin. Kannst durchgucken. Ja, ist gut. Sag aber ja. Ja, ich auch. Ist ja eigentlich immer so. Irgendwo muss der Rest ja noch stecken, den hat er ja nicht rausgeholt. Ja, wahrscheinlich schon. Aber kannst halt durchgucken. Ja. Oh, ist das Loch frei. Ja. Perfekt. Außer der Rest steckt noch irgendwo anders. Aber wo soll denn der stecken? Wäre ja dann die Tonne dran. Nein. Nein, das ist nicht runtergefallen. Perfekt. Na gut. Na ja. Da ist ja noch was zu viel dran. Nee. Neu. Kaputt, neu. Ja, nicht müde, ja, ist klar schon. Ja, ist nicht zu
viele hier. Eindeutig. Mal ich mal erst haben. Ja, ich war. Tschüss. Wo ist der? Ja, Feierabend machen wir. Was soll denn das hier? Guckt aber mal, alle da hier. Der Controletti sitzt da auf dem Stuhl. Der Arbeitsanweiser steht hier. Und der Arbeiter. Der Schlupp. Ja. Weil der Chef ist völlig überflüssig. Der Chef hier rum und weiß ja nicht, was ich machen soll. Mal arbeiten. Guck, er macht ja die Kontrolle gleich. Abnahme hier. Perfekt, siehst du? Ja, hast du gesehen? So, wo sind jetzt die... Na, hier ist die Hülle. Genau, die suche ich. Zum Ablegen. Ja, meine Kamera. Oh ja. Der guck. Thorsten. Der Thorsten, der muss ins Bild, der Thorsten. Ja, schön Familienfoto. Schön. Papa und Sohn. Papa und Sohn. Wenn Bidon. Mach, bitte. Bitte. Ja, hol. Du, hol. Ich nicht. Keine Zeit. Zeit. Kein Geld. Geld, nein. Zeit, nein. Wollen wir alle Wannbeton. Ja. Na du, was machst du denn da? Wie viel ist denn da drauf? Nicht mehr allzu viel. Ja, oh, der ist ja gerade frisch, oder? Drei Rollen. Also hey, was ist denn das? Ach, Schaltzug. Ja. Der Schaltzug ist nicht mehr so frisch. Stimmt, Bremszug habe ich gerade jetzt geholt. Genau. Naja, wenn der alles nehme ich gut Jaguar-Schaltzüge. Schaltzughülle. Mann, das war jetzt doch voll auf dem Thomas. Meine Fresse, der Wolfgang hat ein Thema. Ja. Warst du da? Ja. Was gab's denn schön? Aber ich will am Mittag jetzt 3,5-4. Was gab's denn? Ja, hast du nicht gekauft? Die Mütze hat mir, der Christ hat mir eine Mütze geschenkt. Geschenkt, ja, geschenkt. Ja, die lag da. Die lag da? Die lag da auf dem Markt. Also verschenkt und da hat er reingegriffen. Ja, die Hülle kann ich nicht mehr nehmen. Dafür zog noch was von 2,5-4 zu Hause. Ja. Andrea, komm, und die hat, Andrea räumt ja die Hacken schon aus. Ja, wieso? Zieht sie aus? Nee, die sagt sie, wir wollten jeder, der sagt, kommst du jetzt, machst du jetzt? Und dann sagt sie, die räumst du Winterfest, machst du alles schon. Das ist doch noch viel zu früh. Ist gut. Ja, das müsste auch raus, dann mal jetzt die Tage, aber ja. Mal sehen, vielleicht morgen oder übermorgen, mal gucken. Gut. Lieber ein bisschen mehr. Ja, kann man noch ein bisschen spannen. Deswegen lasse ich da mal ein bisschen mehr dran. Die verstehen wohl das, wa? Ja, ein bisschen versteht ihn ja. Aber eigentlich müsste er sprechen. Ja. Also wenigstens die Lippen bewegen. Ja. Schon netter Kerl, aber der will mal helfen, weil wenn du nicht so verstehst oder so, dann bist du nicht. Du, ich hab schon mal mit einem Taubstummen anderthalb Jahre gearbeitet. Oh. Die ersten 3 Monate waren echt anstrengend, weil er hat mich verstanden, aber ich ihn nicht. Ja, ich glaube schon. Ich sagte, wir werden es heute schwer. Bis wir jetzt am meisten alle Probleme haben, dann kommen sie alle bei Tomi an. Wenn sie Geld brauchen, kurz vor die ersten kommen sie auch an, wenn sie mal sagen. 8 Tage, überall 8 Monate, dann hast du 8 Tage, gibt es das Geld. Genau, das ist mein Problem.
Hallo Thomas. Hä? Ja. Telefonierst du gerade oder was? Nee. Ich hab dich. Ich dachte, wo du bist, wo du steckst. Ich bin hier vorne, ich komme nicht durch. Ach so. Ich telefoniere dich mit Hühne. Du Wolfgang, ich komme. Ja. Ich habe Angst, ich komme. Ja, ja. Ich komme, Wolfgang, Achtung. Ja. Wolfgang, da bin ich. Junge, ich bin Sanders, das ist doch die Arena, Fußballarena, wa? Ja, kann sein, Risiko. Ja, und daneben ist weg, die Wettkneipe zu betten, da beginnt das Ding da. Kein Juni. Ja, da kennst du nicht, weiß ich. Ja. Und da war ich gewesen, wie ich am Samstag immer nach dem Fußball. Hört sich an, als würdest du Sport machen. Ah? Hört sich an, als würdest du Sport machen. Ja, nee. Ja. Entschuldigung. Und dann mein Kumpel da. Na, jedenfalls. Publikum, ja, und ich sage, und da haben sie eine Stunde vorher, haben sie da Raster gemacht. Ja, und? Da war leer denn? Ah, nee, komm, wir mussten irgendwie jede Sache, da haben sie dann in die Shisha oder um die Ecke, haben sie dann da Shisha. Teilweise da geschlachten, aber wir haben durchgibt und Haschisch und alles sowas. Ja, Haschisch! Haschisch! Da liegt ja wirklich auf dem Boden. Und was du Wochenende, was hast du gestern gemacht? Nicht weiter. Ausgeruht. Und was macht jetzt eine Hütte hier oben draußen? Schon fertig? Die steht hier. Ist ja noch da, nö. Nee, da hättest du schon gesehen, Wolfgang. Aber schnell weiter gemacht, das hab ich abgehauen, ja. Wird doch fertig gemacht, ja klar, da fertig gemacht. Ich fahr erstmal zum Arzt. Arzt, okay. Wir haben gearbeitet, gestern und vorgestern haben wir gearbeitet, bis 3 Uhr morgens. Wo? Hier, im Laden. Über die hier? Ja. Bis 3 Uhr morgens die hier heute? Ja. Annehmbar. Hier, wir haben Fotos gemacht. Ach, Fotos? Du bist doch Fotograf. Ja. Hm? Ach so, da ist er so müde. Ach, na müde ist er immer. Ach so. Ich habe ja genauso lange gearbeitet. Aber ich bin auch immer müde. Na ja, ich bin beide. Der hat dann nachher mit seiner Familie oder was weiß ich. Naja. Naja, auch ja. Mischt man sie nicht ein, wa? Nee, ach. Weil er was gesagt hat, da hat er mir letztes Mal gesagt, er liebt Entscheidung oder was weiß ich. Er liebt Entscheidung, ja. Hm. Ja, das ist scheiße, ne? Naja. Das ist kacke so. Da, wenn mal alles zu mir ankommen würde, sagen würde, ja du, weißt du? Hab keinen Bock mehr, das wäre scheiße. Ich ohne gut finden. Gibt ja viele mal, hörst du manche. Hä? Hörst du manche, genauso wenn er jeweilige Schlagersängerin nach Helene Fischer da. Jetzt machst du mit ihm und mit dem Silbereisener erst ein Terror da. Die Zeitung schreibt alle da, bleiben auseinander. Und eine Woche später, da sind sie, da fangen die an zu blusen sozusagen. Ist doch wahr. Und große Kralle haben alle große Sprüche, haben sie alle jetzt mit der anderen und da war noch einer da. Wir sind auch ein Schauspieler oder wir sind auch einer da. Der ist jetzt auseinander da. Und naja, kann man nicht so sagen heutzutage. Hat alles, wie gesagt, die ganze Weiber hat alles Vor- und Nachteile. Auch eine Schauspielerin oder Filmassistent, wie es immer alles. Das ist ja der, wie heißt der andere, der Tischweier. Der ist viel um so viele Weiber rum, der Portal aussehen, da einer aussehen. Ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist das so? Ja. Oder der hier, der Schlagersängerin, der Spanier, der wie heißt denn, der ist auch schon der.
Ein Mitte Kornfeld, da ist auch so einer da. Mit seiner Olle da. Na, der hat doch nur seine Ramona. Naja, aber da gibt es auch noch andere, die auch rumgehört haben, der mit Ramona. In Spanien, na klar. Die Luftnummerbilder, die ist so, wo immer eine Zelle abgebildet da. Da sagt er, die Luftnummer nackt und kommt dann mit seiner Olle da. Ja, für sonst kriegst du noch was wegen Verleumdung. Denke von wem? Von dir jetzt? Ach Quatsch, naja, nee, aber ist aber so. Also Leute, für die Kinder mal Geld dafür, wenn sie eine Zeitung lassen, aber überlegt dann mal das, ja. Ah, ja. Gut, haben wir fertig. Nächst. Bevor der Tommy zumacht, schnell mal das reparieren. Genau das ist es, Wolfgang, du hast es erfasst. Und war. Und war Dennis auch schon mal hier mit dir? Nee, nur den normal. Also gehört zu tun. Extra 7 Gang. Zug aushängen. Es sieht deine Schule wieder los. Ja. Nexus 7 Gang Ausbau. Bremsanker lösen. Ist ja egal, ob das Kinderrad ist oder nicht, ist ja überall gleich. Sag mal. Achsmutter lösen. Links. Achsmutter lösen. Rechts. Rad nach vorne schieben, Kette abnehmen. Rausnehmen. Fertig. So, den habe ich gerade hier rausgezogen. Schöner Dorn. Müssen die immer durch den Dornbusch fahren hier, die Kiddies. So. So. Pumpen und fertig. Auf was schleift er? Oder der Dynamo gibt die Geräusche von sich. Ist da eine Fliege drin? Wo ist denn die Kamera? Alter, wo ist denn die Kamera? Ist da eine Fliege in der Felge? Oder ist hier anders, irgendwo anders? Nee, muss hier irgendwo im Fahrrad sein. Nee, ist ja in der Tüte, was? Stimmt, da ist er drin. Aber wo? Bin ich bescheuert? Ich höre den Brummen ja auch. Der Zettel, der da liegt.
Ich bin nah dran. Ja. Die klemmt hier drunter. Ja. Bei 5000 Spinnenweben. Ey, Mann, jetzt will ich dich aber auch sehen, Alter. Ja? Da siehst du da keinen Schatten. Ich suche gerade den Fliegenmann. Fliege. Ja. Irgendwas zoomt, wir haben schon gesagt, das ist im Rahmen, ey. Oh, ja, total bekloppt. Okay. Jetzt klingelt der Wecker wieder morgens um 6 Uhr, und zwar ich fach kennen morgen nicht. Das wäre ja mal echt peinlich. Neue Ausbilder macht den ersten Tag Unterricht schon mal und ich komme zu spät, weil ich verpennt habe. So, gut. Zack. Zack. Kunden klagt über Freilauf, Freitritt nach vorne manchmal, Freitritt nach hinten manchmal. Ah, da das Ding ja keine Sperrklinken hat, werden die Rollen wohl ein bisschen verschmutzt sein. Hallo. Verklebt. Hallo. Ja, bitte? Komme wegen den Platten. Sie kommt wegen Platten? Ja. Ja, der Reifen musste auch... Der Reifen musste aufgetauscht werden. Okay. Der war gut auf. Ach, du meinst der mit dem Kabelbinder da durch? Genau, der mit dem Kabelbinder durch. Ja, ich bin hier. Gut. Ich hab noch einen 8er Schlüssel in der Tasche gefunden. Ich wundere mich, wird immer leerer und leerer. Genau. Von ja. Morgen noch. Hey, ich hab... Ja, von heute Morgen. Von heute Morgen, von der vorne schon. Ja. Ciao, ciao. Ciao. Ja, Jetsnauer, vermuchtet, ja? Ein bisschen sauber machen. Das ist voll hin, das Ding. Das ist voll verschlissen hier. Voll abgelutscht. Aber ist nichts mehr.
Gucken wir mal. Dann noch mit retten können. Okay, keine Chance. Könnt ihr sehen hier, wie es hier oben abgefressen ist? Hier ran so beknabbert ist. Keine Chance. Das Ding ist tot. Muss man leider sagen, tot. Die Narbe ist hin. Das war's. Ja. Ja. Was brauchst du? Ich würde das Rad von meiner Frau mitnehmen. Ja. Ist aber Hochzeitsurkunde dabei. Kurzum, ich vergesse immer die Abmoderation oder zu sagen, was ist nun bei rausgekommen? Ihr habt die Narbe selber gesehen, in welchem Zustand die war. Ich habe sie natürlich nicht, ich baue sie nicht wieder ein. Oh, schieße bitterlich Träne. Ich habe es natürlich zusammengebaut, wieder, aber die ist nicht zu retten. Die ist nicht zu retten. Da kommt morgen ein neues Hinterrad rein hier, Velostil, klar, einfach Rücktritt. Und das war's. Also, und damit beende ich für heute die Saison. Und wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy aus dem Fahrradsalon.